es wie Luft abschnüren. Kein Gott ist mehr in meiner Welt. Samstag, Zwischenzeit zwischen Karfreitag, Sterben, Tod und Ostern, dem Neubeginn der Schöpfung, der Auferstehung, dem Leben. Der Karsamstag schaut aus der Nacht auf den beginnenden Morgen. Vor dem Ostermorgen aber war die Nacht. Die Nacht fiel vom Himmel wie Regen. Sie fiel in die Lücken zwischen den Häusern. Fiel in die ausgestreckte Hand der Bettlerin, in den Balkonkasten mit den längst erfrorenen Astern, in den Raum zwischen Display und Gesicht. Anderswo fiel sie zwischen die Trümmer von dem, was einmal ein Dorf gewesen war. Sie fiel auf Gräber ohne Namen, sie lag unter Panzern und in ihnen. Sie wiegte ein Kind in den Schlaf. Liebe Nacht, wirst du uns heilen? Fragte ich. Aber die Nacht schwieg. Bitte, liebe Nacht, sagte ich, heile das fiebernde Kind, das kaputte Dorf, die Angst. Heile das, was so verletzt ist, dass es kein Wort dafür gibt. Die in tausend Stücke zerbrochene Sicherheit. Aber die Nacht schwieg. Liebe Nacht, sagte ich, liebe Nacht, bitte. Da legte die Nacht ihr Dunkel um meine Schultern. Es war sehr blau. Es war sehr schwarz. Es war sehr tief und sanft. Dann schlief ich ein und träumte. Im Traum hatte die Nacht drei Schwestern. Die erste war am Anfang der Welt schon da gewesen,
Als Gott Himmel und Erde machte, lag sie über dem Urmeer und fühlte das Universum. Seither wusste sie, wie man anfängt. Die zweite war durch die Ritzen von Brettern gesickert, bis hinein in einen Stall, zwischen die Strohhalme in der Krippe mit dem neugeborenen Kind. Seither wusste sie, wie man Menschen in den Schlaf wiegt. Die dritte Nacht war an einem Freitagnachmittag über das ganze Land gekommen, zur sechsten Stunde, als einer am Kreuz starb, als zwei am Kreuz starben, als es drei waren. Seither kannte sie den Schmerz und die Wunde. Die vier Schwestern sprachen miteinander, sie sprachen ohne Sprache, ohne Worte. Unhörbar waren ihre Stimmen, sehr blau, sehr schwarz, sehr tief und sanft. Liebe Nacht, sagte ich noch einmal im Schlaf, liebe Nacht, bitte heile uns. Und die Nacht antwortete, das werde ich. Ich werde heute damit anfangen. Habt ihr es gemerkt? Die Tage werden heller, das Licht weicher, Schneeglocken unterm Baum, Krokusse in der Wiese. Es wird Frühling wie jedes Jahr. Seit 2020 ist mir das immer wertvoller geworden. Pandemie, Krieg, Zeitenwende, Terror. Aber die Jahreszeiten bleiben, sie sind stärker. Manchmal, da weiß ich nicht, wohin mit mir. Aber der Salbei hinterm Haus, die alten Kirschbäume im Garten, auf deren obersten Ästen die Krähen wippen, sie wissen, der Frühling kommt. Sie fühlen die Kraft in den Knospen, die wärmer werdende Luft unter den Flügeln, die Schönheit und Heilkraft der neuen Blätter. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 9, steht: Und als sie auf dem Weg waren, sprach einer zu ihm: Ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und er sprach zu einem anderen: Folge mir nach. Der sprach aber: Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Er aber sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin, verkündige das Reich Gottes. Und ein anderer sprach: Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm: Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Flanieren in den Passagen. Das ist ein Zitat von Walter Benjamin, dem Philosophen und Essayisten. In seinem Passagenwerk, da schreibt Benjamin: 1839 sei es bei den Flaneuren, den Dandys in Paris Mode gewesen, in Begleitung einer Schildkröte durch die Stadt zu spazieren und so besonders langsam zu sein. Zitat: Das gibt einen Eindruck vom Flanieren in den Passagen. Mit Passagen meint Benjamin die prachtvollen, überdachten Ladenstraßen, die im 19. Jahrhundert in Paris entstanden, mit Mosaikböden, gläsernen Dächern und jeder Menge Stuck, mit teuren Boutiquen und feinen Cafés. Passage bedeutet aber auch Übergang.
Die Flaneure und Flaneusen gehen ganz langsam im Schildkröten-Tempo durch die Passagen von Paris. Und ich meine, unsere Seelen und unsere Körper sollten auch dringend ganz langsam durch die Passagen, die Übergänge unseres Lebens und unseres Sterbens gehen, begleitet von uralten Schildkröten, die wir an silbernen Leinen führen. Oder führen sie uns? Von einem zum anderen kommen, vom Schmerz zur Heilung, vom Bleiben zum Gehen, vom Gehen zum Bleiben, vom Jungsein zum Älterwerden, vom Leben zum Sterben, vom Sterben zum Leben, vom Winter zum Frühling, all das braucht Zeit. Selbst Jesus hatte 30 Jahre gebraucht, bis er seinen Heimatort verließ und das tat, weshalb wir heute noch an ihn glauben. Und als er starb, da brauchte er 3 Tage zum Auferstehen. Vielleicht hatte er eine Schildkröte bei sich, die ihn begleitete in die Unterwelt. Flanieren in den Passagen, also langsam, ganz langsam, mit Pausen in Cafés. Manchmal vergesse ich das, dass ich mir doch eigentlich erlauben wollte, langsam zu sein. Ich sehe die anderen eilen, sie sind so schnell und effektiv. Sie leiten 3 Sitzungen an einem Tag und dazwischen schreiben sie eine Predigt, fahren die Kinder zum Sport, bringen das Altpapier weg und führen auf dem Weg noch ein Seelsorgegespräch. Ich sehe sie und denke, so müsste ich auch sein. Sch, macht die Schildkröte. Flanieren in den Passagen. Der Frühling kommt leise und mühelos. Erst riechst du ihn und dann ist er da. Der Baum muss sich nicht anstrengen zu blühen. Er tut's einfach, wenn's soweit ist. Wenn es soweit ist, dann fliegt die Krähe auf. Dann entrollt der Salbei sein Blatt. Der Igel erwacht aus dem Winterschlaf. Der Fuchs, er wechselt sein Fell. Wenn es soweit ist, dann brichst du auf und es wird leicht sein. Und als sie auf dem Rückweg waren, kam einer und sprach zu Jesus: Ich will dir nicht folgen, wohin du gehst. Aber ich habe für heute ein Bett für dich, weich wie ein Vogelnest. In meinem Haus drinnen am Waldrand, wo Fuchs und Hase einander gute Nacht sagen. Und sie gingen mit ihm. Und eine andere sprach dort zu ihm: Ich habe gestern meinen Vater begraben. Hier ist noch von Tränenbrot. Nehmt und esst. Mein Vater würde sich freuen. Und noch einer kam und sprach: Ich habe Abschied genommen. Es hat gedauert, aber jetzt bin ich soweit. Morgen komme ich mit dir. Und Jesus wunderte sich und sprach: Es sind viel mehr geschickt für das Reich Gottes, als ich dachte. Und dann aßen sie und tranken. Später räumten sie die Spülmaschine ein und bezogen die Betten. Sie schüttelten noch die Tischdecken aus und gingen schlafen. Gute Nacht, Fuchs, gute Nacht, Hase, gute Nacht, Jesus. Und als es hell wurde, der Himmel rosa hinter den Bäumen, da kochte eine Espresso.
Einer schmierte Bärlauch Butter auf das letzte Tränenbrot, legte noch Käse drauf. Und einen Moment dachten sie, so könnten vielleicht alle bleiben. Hier im Haus am Waldrand, wo Fuchs und Has und Mensch einander guten Morgen sagen. Aber dann fiel ihnen ein, dass dort hinterm Wald im Frühling, im Sommer noch etwas anderes auf einige von ihnen wartete. Sie umarmten einander. Die, die blieben, winkten lange. Die, die gingen, sahen erst zurück und dann nicht mehr. Und um Himmel flogen Vögel. Und ein Igel kroch ins Unterholz. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, umhülle unsere Herzen mit seiner Liebe. Amen. Lass den Kopf ruhig hängen, lass den Tränen ihren Lauf. Es kam wie aus Versehen, auf uns passt hier keiner mehr auf. Lass die Bomben ticken, lass die Wölfe heulen, sie werden